Und willkommen zurück bei Dishonored. Ja, jetzt sind wir in der Kanalisation. Na, da kommt schon das alte Dreckswasser runter. Ganz toll. Mhm. Mal gucken. Er hat Sprengstoff benutzt, um den Weg frei zu machen. Das war kein Zufall. Glaubst du, er hatte Hilfe? Wer wüsste, wie sowas geht? Vielleicht die Border Street Gang. Psst. Pass auf Sprengfallen auf. So wie es aussieht, könnten hier welche sein. Gut, mit etwas Glück erwischt Corvo eine. Hast du Angst? Es ist Zirconia. Da leben nur Kaufleute und Huren. Frischlinge wie du haben ihn nie in Aktion gesehen. Ich sah ihn beim Training gegen drei Männer gleichzeitig kämpfen. Wie ein Wirbelwind. Ich hoffe, dass ich ihn finde. Das hoffe ich auch. Oh, Corvo, wenn Sie das lesen, heißt das, dass unser Plan funktioniert hat und Sie aus Coldridge ausgebrochen sind. Einer unserer Kontaktpersonen hat tiefer in der Kanalisation Waffen für Sie versteckt. Holen Sie sich die Ausrüstungsgegenstände und suchen Sie Samuel auf, der sich am Ausgang dieses Tunnels am Fluss aufhält. Ein Freund, den Sie bald treffen werden. Da bin ich ja mal sowas von gespannt drauf. Scheiß Ratten. Hä? Gibt's hier einen Schlüssel? Nein, natürlich nicht. Leise. C. Was? Alter, wie gehen die denn ab? Uhuhu, wie geil ist das denn? Yam, yam, yam. Ja, lecker, lecker, lecker. Die fressen die komplett auf. Uhuhu, geil. Ich dachte, ich könnte die Ratten ärgern. Da sind schon wieder Ratten. Hoffentlich kommen die hier nicht rüber. Ich glaube, soll ich... das ist die Frage, soll ich da durchgehen oder soll ich warten, bis sie weg sind? Verdammt. Ich gehe einfach mal die andere Seite rüber. Lass die da. Hier fein. Oh, oh, oh. Lasst mich bloß in Ruhe. Ich hasse Ratten. Aha. Oh mein Gott. Damiens. Amanda und ich hatten nur die Hälfte von dem, was wir brauchten, um das notwendige Elixier zu kaufen. Selbst das ist jetzt aufgebraucht und wir können nichts mehr tun, als zu warten. Wir sind sehr krank und es gibt keinen Ort mehr, an dem wir vor der Stadtwache sicher wären. Sie brechen in Häuser überall in unserem Bezirk ein, um sie zu durchsuchen. Also werden wir hier bleiben und unsere letzten Stunden miteinander verbringen. Unser Feuer wird die Ratten fernhalten, aber sie werden am Ende die Stadt erobern. Damien. Ah, das sind bestimmt die beiden.
Oh mein Gott! Geld, Geld, Geld. Lass mich doch dadurch. Schleiche ich eigentlich, ist doch keiner. Na, toll. Hier gibt es wieder was zu essen. Hauen wir uns mal alles rein. Ich nehme einfach mal eine Flasche mit. Nicht in die Wagen, die sie in den überschwemmten Bezirk bringen? Ach, vergiss es. Viel zu weit. Ich will mir ja nicht die Seuche holen. Du? Nein. Schützt das Elixier nicht dagegen? Vielleicht. Was soll's? Lass sie uns hier reinwerfen. Sollen die Ratten das machen? Ja, genau da muss ich wahrscheinlich hin, hä? Schnell ankommen. Kann ich das wieder runterlassen? Toll. Oh. Achtung, Bürger von Dunwall. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Hinweise auf seinen Verbleib. Ratspießer, den snacken und so. Kupferdraht. Das nehmen wir doch mit. Nochmal Kupferdraht, würde ich sagen. Ja. Aha. Faulige Birne essen. Oh. Was ist das? Nee, da gehe ich nicht hin. Das ist mir zu gefährlich. Keine Ahnung, was da erwartet. Wow! Wow, jetzt habe ich mich aber ein bisschen erschrocken. Wo ist er?
alles meins. Alles meins, alles meins. Ja, wie komme ich denn da hoch? Ich da hochspringen soll. Jawohl. Gib mir das. Ich alter Leichenschänder. Sense. Na klar. Alles mitnehmen, was hier so rumliegt. Bestimmt für irgendwas gut. Kaiserlichen Schutzherrn. Seid Sie gegrüßt, Corvo. Oder sollte ich kaiserlicher Schutzherr sagen? Das waren Sie doch, bevor der Titel Ihnen fälschlicherweise genommen wurde. Sie sind Diener des Kaiserreichs und der wahren Kaiserin. Eine Gruppe von Kaisertreuen, die sich sehr gerne mit Ihnen treffen würden. Was? Wir? Oh, nicht ich, wir. Nehmen Sie diese Waffen für Sie? Aus den feinsten Materialien der Insel hergestellt. Treffen Sie sich mit unserem Mann Samuel in der Nähe des Abflussrohre, die in Renhaven, die in den Renhaven führen. Zögern Sie nicht, viel Glück. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Ja, das war ja jetzt was hier. Oh, oh. Holy moly. Zack, gib mir das. Haha. Ist ja der absolute Wahnsinn. J. J. Ja, so. Aha, okay. Betäubungsbolzen, okay. Ach, wir nehmen einfach mal die ganz stinknormal. Das Schwert gefällt mir. Halt. Ach, geh doch mal. Altes Dreckswasser. Projektilwerfer. Ach, das ist... Ah, ich wollte gerade nämlich sagen, ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ich da durchgehe. Aha. Boah, hier gibt es ja mehr zu lesen als alles andere, wa? Kombination erforderlich. Jellys Anteil. Jelly, für den Fall, dass du zu dumm bist, um dich zu erinnern, solltest du bei deinem Whisky noch nach der Antwort suchen, verstanden? Wenn du deinen Anteil haben möchtest, wirst du es schon herausfinden. Wenn nicht, dann komm im nächsten Monat wegen dieser Sache erneut zurück. Whiskyflasche? Whiskyflasche? Auf der Whiskyflasche steht der Code. Der hier. Nein.
Das ist keine Whiskyflasche. Ist sie aus Stein oder aus Stahl? Verdammt. Naja, gehen wir erstmal weiter. Kommen wir bestimmt später nochmal zurück. An mir kommt er nicht vorbei, Sir. Weißt du, wen wir hier jagen? Versuch nicht, den Helden zu spielen. Aber was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Dann mach beim Sterben möglichst viel Lärm. Tritt irgendwas um, wenn du kannst. Bastard. Stinkt wie ein toter Weiner. Das zeig ich dir. Ist ja eine Kanalisation, Idiot. Kanalisation. Ich nuschel mir eins zurecht. So. Ist vermutlich auch einer. Komm manchmal nachts hier runter, um zu sterben. Verschwinden einfach im Wasser und das war's. Ja, aber hier komme ich ja nicht mehr hin, oder? Na, ich guck gerade auf die Uhr. Sowieso Zeit. Dass wir eine Pause einlegen. Hier muss doch irgendwo. Wir können doch jetzt nicht einfach hier. Na, das ist doch jetzt ein Scherz. Toll. Ich mach mir hier den Weg zurück. Naja. Naja, dann machen wir jetzt erstmal Schluss. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.